Hallihallo, good day everyone. Willkommen zu einer Sondersendung, die wir heute haben. Der eine oder andere mag es mitbekommen haben. Wir haben herzlich für den Microsoft FS 2020 das Update, Sim Update 11 bekommen, intern als SO11 bezeichnet. Das sogenannte 30th Anniversary Update, was sich darauf bezieht, dass vor 40 Jahren der erste Flight Simulator über die Bildschirme geflackert ist. Damals noch relativ her und längst nicht so ausgefeilt, wie heute der Fall ist. Aber es war mal erster Schritt in eine Richtung, die sich jetzt 40 Jahre später in was komplett anderes weiterentwickelt hat. Gucken wir uns ein bisschen erstmal den Trailer an. Ja, das sieht schon mal ganz toll aus. Wenn hier so eine kleine Übersicht über die ganzen Flieger, die hier mit drin sind. Hier aufgesplittet in drei Bereiche. Standard ist das normale Paket. Das sind die Flieger, die alle mit drin sind. Dann haben wir hier Deluxe. Das sind da nochmal 5 zusätzlich. Und last not least, wer noch mehr auszugeben bereit ist oder war, hat nochmal weitere Flieger. In den oberen Bereichen ist da jetzt mit dem 30th Anniversary Update gar nichts passiert. Wir haben aber hier im Standard einige Neuzugänge. Zum Beispiel der Airbus A310-300 ist ja mit dabei. Jetzt ist schon letztes Jahr dazu gekommen, die F-18 mit dem Maverick Update. X-Cup ist auch schon länger dabei. Die Curtis ist schon eine Weile. Ne, halt, die ist neu. Die JN4 Jenny ist mit dabei. Das ist schön, so ein alter Flieger so aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Hier hat sie zwei Beavers mit dabei, das ist hübsch. Das sehen wir die erste große Neuerung. Segler sind hinzugekommen. Gab es im Vorgänger, soweit ich mich erinnere, Native. Von DJ Aviation 2 in die GE und eine LS818. Bin ich leider kein Experte in der Ecke. Finde ich toll, dass er die Szene auch berücksichtigen. Douglas DC-3, auch ein historisch wichtiges Zeug. Erste Heli ist dabei und das ist die zweite große Neuerung. Eben Helis haben sie jetzt nach anderthalb Jahren implementiert. Weil Capri G2. Die Gutball hatte ich nie auf dem Radar. Es ist spannend, warum die jetzt mit reingekommen sind. Hätte ich mir sicherlich das eine oder andere Heli vorstellen können, der da vielleicht interessanter gewesen sein mag. Aber gut, so ist es nochmal. Dabei die Huge Aircraft H4 Hercules, Bruce Gould, das größte Holzwasserflugzeug, das jemals gebaut wurde. Haben letztes Jahr die Pilatus noch mit drin, was natürlich auch für die Schweizer Community sehr wichtig ist, weil da relativ viele Modelle unterwegs sind. Ryan Spirit of St. Louis von Charles Lindbergh, der Flieger, mit dem er zum ersten Mal über den Atlantik geflogen ist. Hubschrauber Nummer 2, die Bell 407. Wohl die 206 aus dem Vorgänger FSX setzt. Und dann noch was, der Volocopter kam schon vor kurzem dazu und last not least Wright Cycle Company, Wright Flyer ist mit dabei. Das muss dann sein.
History of Light war ja das Thema vom FSX damals. Genau, was haben wir dann sonst so dabei? Denn die A310, zwei Helikopter und 14 Heliports, die sind dann sicherlich über die ganze Welt verstreut, was nicht ganz optimal sein dürfte, weil das dann relativ wenig wird. Die zwei Segler und 15 Segler, Flughäfen oder Plätze, natürlich auch ganz toll, dass sie auch ein entsprechendes haben. Aber auch 15 über die ganze Welt verteilt dürfte relativ sein. Sie berühmte historische Flugzeuge, der UH-4 Hercules haben wir ja gerade gesehen. Vier klassische kommerzielle Flughäfen, 24 klassische Missionen aus der Vergangenheit des Franchises. Oh, interessant ist auch, das Ganze ist auch auf der Xbox spielbar mit Controller dann eben. Interessant, da sehen wir noch stimmige Bilder, als ehrlich hier. Segler durch die Alpen, das macht bestimmt Spaß. Ah, jetzt kann man im Heli auch endlich mal Oilrigs anfliegen. Ja. Personal hin und wegfliegen oder Material, auch ganz spannend. Haben wir hier mit drin? Die sieben Flieger haben wir gesehen: Wright Flyer, die Curtiss, Diane Ward Jenny, St. Louis, Douglas, DC-3, die Groom, die Havilland Beaver und die UH-4 Hercules. Drei Helis: die Gamble Cabri 2, die Bell 407, zwei Segelflieger, LS-818 und die 1001 Eneo. A310-300 neu dazu, ikonische Airports, Hongkong Kai Tak. Richtig erinnere, ist der nicht in Betrieb, aber ein total spannendes Szenario, wo man durch die Wolkenkratzer von Hongkong anfliegen muss. Maxfield in Chicago ist, wenn ich mich richtig erinnere, der allererste Flughafen im allerersten Simulator geworden. Deswegen fände ich, wenn es das wirklich so ist, natürlich eine tolle Sache, wenn sie den wieder mit einbauen. Princess Juliana International in St. Das ist, kennt ihr von den Bildern sicher, der berühmte Anflug über den Strand auf die holländische Insel, wo die KLM 747 immer drüber fliegen und fast an die Räder anfassen kann. Natürlich, First Flight Airport Kitty Hawk darf nicht fehlen. Dann haben wir Classic Activities from Previous Flight Titles, The First Flight at Kitty Hawk, San Juan. Island Run, US Airmail, also die Postlieferung von 1918, auch spannend. Aleutian Cargo Run, Grand Canyon Scenic Tour, ist natürlich auch was, was man mit Helimann machen könnte. Das ist bestimmt genial, wenn der Kumpel umgesetzt ist. War schon im FSX nicht übel mit einem entsprechenden DEM-Profil drunter. Transcontinental Speed Record, Hell Stretch, 1918, Charles Lindbergh, New York to Paris. Dafür ist eben die Louis mit drin. Hawaiian Vacation ist bestimmt auch toll, über die Insel zu fliegen. Flying Blind Across the Channel, das hört sich auch interessant an. Makesfield hat mir ja eben schon, Spruce Goose, will ich zum Einsatz kommen. Rome Naples Airline Run. Mal gucken. Sitka Approach, Monson, Caribbean Landing, Hong Kong Act Dust. Das macht bestimmt Spaß. Waimea Canyon, Mount Rushmore, Miami by Moonlight, San Francisco Sunset, Mendenhall Glacier Tours. Airlines, Alaskan Float Pilot, ach, ist bestimmt auch spannend, so entsprechenden Flieger in Alaska. Da irgendwie die Füße lang zu landen, das macht bestimmt auch Spaß. Sieben New Tutorial Missions for Gliders, Aerotow. Windentraining fortgeschritten, grundlegendes Handling, Slipping Approach and Landing, also so ein bisschen ein gleitender Anflug, Thermalidentifikation, also dass man lernt, die Aufwinde zu lesen. Enrich Soaring. Gut, dass sie da was für die Gleiter mit eingebaut haben, für die Segler, um das ein bisschen zu lernen. Ein bisschen schade, dass sie sich die gleiche Mühe für die Helis nicht gemacht haben. Ja, nun warum? New Features, Live Wrapping updated with various Quality of Life Fixes, Memory, Defragmentation System implemented für DX12, AMD FSR2 Graphic Option available. Now DLSS3 improved atmospheric simulation with a bit focus on thermals and general tweaks. Added a CFD airflow display worth visualization in-game for aircraft that are CFD enabled. Okay. The thermals visualizations can be toggled via the weather panels. Da kann man sich das vermutlich irgendwie in einer Art Vorschau anzeigen lassen, dass man da Übersicht hat, wo die Aufwinde sind. New mapping for back fly feature including heights gain depending on the plane situation and ground altitude.
Okay. Das sind so die neuen Features. Dann gibt es eine Menge an Bugfixes, die drin sind. Für Navigation, Traffic ist ein bisschen was drin. Wetter, also sie haben wieder an vielen Ecken gedreht. Da brauchen wir jetzt sicherlich nicht im Detail durchgehen. Sicherlich nicht ganz so spannend. Die Bugfixes. Peripher, also neue Controller werden noch supportet, neue Presets. Helikopter auf dem Gamepad oder auf dem Controller ist natürlich dasselbe für die Segler. Controls für Helis und. Ah, ist doch einiges passiert. VR, bisschen was mit drin. SDKs. SDK ist, soweit ich weiß, noch gar nicht raus. Das dauert noch ein paar Tage. Das wird auch spannend für die Community, speziell für die Community-Helikopter, die es schon länger gibt, die ja bisher ein eingeschränktes Flugmodell hatten. Da wird es dann interessant, ob das denn die Möglichkeit gibt, das Flugmodell ein bisschen zu optimieren. In der Vergangenheit hatte der Flugsimulator ja immer so ein bisschen etwas schlechteres Image, was das Heli-Flugmodell betrifft, was relativ komplex ist, im Vergleich zu anderen Flugsimulatoren wie DCS oder auch wie X-Plane. Ich hoffe, wir konnten es jetzt ein bisschen Landgut machen. Werden wir sehen, ob sich da was getan hat. Dev Mode, with Effects Editor Connects. Im Connect ist die Verbindung von externen Tools in Flugsimulator, sei es ja welche Programmchen, die es von extern steuern oder auch Controller, die es von extern steuern. Auch ganz spannend. Scenery Editor habe ich noch gar nicht reingeguckt, obwohl das in der Vergangenheit für mich auch immer ein ganz spannendes Thema war, wo ich auch einigen Content damals gebastelt habe, vor vielen, vielen Jahren. Aircraft Editor, Project Editor. Vieles ist wohl im Detail passiert, wie es jetzt letztendlich auswirken mag. Sprich, ob es wirklich dramatische Verbesserungen sind, kann ich so nicht urteilen, aber die haben jetzt mit dem 30th Anniversary Update doch einiges eingebaut. Die haben nicht die Welt als solches erweitert, was sonst immer das große Ding ist, sondern wirklich neue Flieger reingebracht. Bugfixes und neue Funktionalität. Sieht für mich erstmal ganz gut aus. Zum Download selber, der war zweigeteilt. Erst hatte ich im Microsoft Store ein Gig etwa runterladen müssen, was relativ schnell ging. Teil 2 war dann direkt im Flight Simulator nochmal knapp 22 Gig. Die ging ziemlich träge, hat bei mir 1 Stunde 45 Minuten gedauert. Warum, weshalb das intern so lahm läuft, ist mir ein Rätsel bis heute. Gibt es etliche Beiträge im Netz dazu, wie man das fixen kann. Funktioniert hat natürlich wieder mal keiner. Ja, ich habe es dann halt im Hintergrund laufen lassen, da war es irgendwann auch gut. Das sollte man halt berücksichtigen, wenn man dasselbe Problem hat, dass man dann halt 2 Stunden erstmal Vorbereitung einplanen darf, bis man wirklich fliegen kann. So viel dazu. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr da gerne weiteren Content dazu hättet, dann lasst es mich einfach unten Kommentaren wissen, das wäre mir ein da noch mehr dazu berichten zu dürfen und auszuprobieren und Flüge zu unternehmen. Schwerpunkt war bei mir traditionell immer Helikopter, das war immer mein Ding in Vergangenheit, einfach weil die am kompliziertesten zum Fliegen sind. Einfach kann ja jeder. Schreibt es rein, schreibt, was euch interessiert, wenn ihr was wissen, konkretes wissen wollt, können wir gerne mal durchgucken. Da gibt es jetzt einiges zu erforschen für die nächsten Wochen, Monate. Wäre ich gern dabei, wenn ihr da Bock habt zu, lasst es mich wissen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Mach's gut. Ciao.
hands up, hands up. Live free, everybody live free. Everybody put your hands up, hands up. You know we're gonna have a good time, good time. Everybody put your hands up, hands up. That real good life, no turning down.